ist eine Barbe. Hi Leute, Dennis hier von Stramme Leine. Ich bin im Moment für die Uni in Darmstadt und mir fällt die Decke auf den Kopf und ja, umso mehr freue ich mich, dass Jim mich heute eingeladen hat, am Main zu fischen. Und ich bin gespannt, was geht. Wir fahren erstmal mit dem Boot rum, besuchen dann seinen Kumpel an der Spundwand und ja, gucken dann mal, was der Abend so bringt. Euch viel Spaß beim Zuschauen. Das kleine Rappen, was ist das? Ich kann das nicht erkennen. Entweder Lauben oder kleine Rappen. Ja. Jean, soll ich aussteigen? Bin ich zu fett oder geht? Ja, bitte. Alter, wir angeln noch keine 5 Minuten, ey. Ich muss mal gucken, hier dein T-Shirt hier rausfummeln. Aus dem Kescher. Boah, ey. Ja, anstatt, dass der Dennis den Kescher fertig macht, nein, die Kamera fertig. Wie ist der Kameramann? Ich weiß nicht, was das ist. Ich vermute mal einen Rapfen bei der Strömung, oder? Der hat ziemlich oberflächennah gebissen. Könnte aber auch Farbe sein, ganz ehrlich. Also richtig geiler Fisch auf jeden Fall. Schöner Einschlag. Erstmal, du hast mich irgendwie da mit einer Schnur. Boah, ist eine Barbe. Geiler Fisch. Mega geil. Boah, Jean, das hat sich jetzt schon gelohnt. Ich kann gar nicht glauben, was hier gerade passiert, ey. In der Strömung natürlich mega. Ja, das ist ein Rapfen. Stockenrapfen, ne? Ja. Das ist ein Rapfen, jo. Ja, Rapfen sind Tagräuber. Danke. Das ist super. Dass das kein Bauer ist. Uppa, Petri. Oh, mega geil. Oh, Jim, wie geil ist das denn? Der erste Fisch ist gleich so ein Klotz, ey. Ganz wichtig beim Rapfen natürlich kein Kiemengriff. Boah, was eine Bombe, ey. Mega Fisch. Richtig geil. Boah, was ein Auftakt, ey. Super geil. So, das war ja natürlich echt ein Auftakt nach Maß, muss ich sagen. Eigentlich wollten Jean und ich nur so ein bisschen hier rumdümpeln, bis sein Kumpel kommt. Gleich kommt noch ein Kumpel, dann wollten wir ein bisschen vom Ufer aus angeln. Und ich würde sagen, wir haben die Zeit sinnvoll genutzt. Also ein 72er Rapfen, ja, dafür fahre ich gerne hierher. Sehr schön. Dein Boot muss aber auch einiges mitmachen hier, ey. Oh ja. So, jetzt beginnt also unsere Ufertour. Ein bisschen Spundwand schleppen, ne? Ich habe ein bisschen kalte Füße, muss ich sagen. Ich rate mal, wer gerade mit einem Bein ins Wasser gefallen ist. So eine Scheiße. Sehr gut. Sind ja nur 8 Grad. Ja, passt schon. Geht. Da war ja schon Wasser bei den Temperaturen. Ja, alles aber gut. Sef, brauchst du schon einen Fisch oder was? Gibt's ja nicht. Ein Döbel! Ein Döbel! Petri! Ja, fetter Klotz, ey. Ja, darf ich vorstellen, Seppo? Seppo, gerade am Spot schon den ersten Fisch. Boah, ist schon ein dicker Döbel, ey. 50 Plus direkt hier. Schön. Petri. Direkt den nächsten Fisch hier. Und was eine Insel, ey. Mit auf Land ziehst, hat er vielleicht noch. Petri! Die dritte Fischart in der ersten Stunde. Ja, moi. So schlechtere Tage gehabt. Alten. So, ganz kurz, was machen wir gerade? Also, wir sind jetzt zu dritt und wir passen auf gar keinen Fall zu dritt auf diese kleine Nussschale. Und weil der Gino seinen Kumpel mitnehmen wollte, haben wir uns jetzt für ein Stündchen hier zum Angeln verabredet, hier an so einem Hafen. Genauso wie bei uns zu Hause auch, werde ich jetzt hier die Spundwand abackern und ein bisschen Spundwand schleppen.
zwischendurch mal ein paar Würfe machen. Vielleicht steigt ihr auch im Barsch ein, weil das Ganze ist hier ziemlich gut beleuchtet und das ist eigentlich immer eine gute Stelle für Barsch. So. Und ich bin gespannt, ob jetzt was geht. Der Seppo hat ja schon gut vorgelegt mit einem Zander und einem Döbel und ja, ich bin ganz zuversichtlich, dass noch mehr kommt. Läuft das? Mit meinem Zander spazieren hier. Läuft da wieder Wurzelzwerg dann runter? Erster Zander hier, der ist auch zu klein und darf auch wieder rein. Sehr schön. Ha, läuft ja. Wie geschnitten Brot hier. So, ein Zander ging jetzt beim Spumpern schleppen. Ja, wie läuft das? Man lässt halt echt einen Köder recht überbleit zu Grund und versucht halt immer Grundkontakt zu halten, beziehungsweise den Köder immer knapp darüber zu halten und ja, ich habe jetzt hier einen 18 Gramm Kopf. Das funktioniert bei der Strömung hier ganz gut. Da habe ich immer guten Grundkontakt. Und ja, wenn ein Fisch einsteigt, dann knallt er in der Regel auch richtig ein. Aber ich glaube, wir machen jetzt gar nicht mehr lange hier und gehen gleich wieder aufs Boot. Ich bin gespannt, ob es nochmal mit einem guten Fisch klappt. Der Rapfen war auf jeden Fall schon mal, ja, ein schöner Fisch. Dafür, dass ich jetzt echt 2 Wochen nicht geangelt habe, genau das Richtige, um wieder ja, glücklich zu sein. Also anglerisch betrachtet natürlich. Das war irgendwie jetzt doch nichts mehr auf dem Boot, ne? Ja. Bisher ist irgendwie, seitdem wir wieder auf dem Boot sind, ist mau, ne? Ja, was willst du machen? Ne? Ich bin normalerweise nicht so im Dunkeln unterwegs. Dementsprechend kann es auch sein, dass wir voll vorbeigeangelt haben. Ja. Komm, ein Spot nehmen wir noch, ne? Ja, natürlich. Ein Spot noch und dann geht's ab nach Hause. Wir haben schon nach Mitternacht. Was ein Riese. Auch ein blindes Huhn, ne? Verrückt, ey. Doch noch mal ein vom Boot abgegriffen hier. Ja, sehr schön. Ich würde sagen, ein schöner Abschlussfisch, oder? Das passt, jawohl. So, das war unser Angeltag, unser Angelabend kann man sagen. Wie viele Stunden waren das jetzt? 4 oder so oder 5? Ich weiß es nicht. Ja, schon ein bisschen länger. Ja, auf jeden Fall. Viel gebissen, ja, hat nicht so wirklich was, aber das hast du auch erwartet, ne? Du hast gesagt, ja, im Dunkeln läuft es hier nicht so gut. Gefangen haben wir trotzdem, hat mir richtig Spaß gemacht. Ich bin froh, mal wieder am Wasser gewesen zu sein, zum ersten Mal seit 2 Wochen wieder. Und ja, wenn ihr mehr von Gene sehen wollt, der ist unter anderem der andere Erfinder von Angeln mit Stil. Also ich war ja schon oft mit Dennis unterwegs, aber Gene ist quasi, ja, der andere. Der andere, genau. Ja, ja, wir würden uns freuen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und euch am Wasser eine stramme Leine und bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.